Hallo, jetzt hört ihr mich richtig gut. Wunderbar, dann starte ich jetzt mal und erzähle euch was über das Brettspiel Go. Kennt ihr das Spiel? Mal Hand hoch, wer kennt's? So ein paar Leute hier kennt's, okay. Aber ihr könnt auch schon hier auf meiner Grafik sehen, dass hier zwei Roboter Go spielen, und da rede ich auch noch ganz kurz drüber, dass mittlerweile auch Computer Go spielen, was noch nicht lange so ist. Also ihr seht, Go ist ein Brettspiel für zwei Spieler und man legt schwarze und weiße Steine auf ein Brett. Und Regeln gibt es auch noch, die erkläre ich ganz kurz. Die Regeln sind total einfach, aber wenn man das Spiel spielen möchte, ist es nicht ganz einfach herauszufinden, was man eigentlich machen soll. Genau, ich erkläre euch kurz was darüber, was überhaupt Go ist, was die Regeln von Go sind, wie künstliche Intelligenz Go spielt. Go ist ein asiatisches Spiel, was es schon seit 4000 Jahren gibt, und damit ist das älteste Brettspiel, was noch aktiv gespielt wird. Also es gibt es hier schon auf uralten Zeichnungen, und das kommt ehemals aus dem asiatischen Raum, kam ehemals aus China, war dann ganz viel in Japan oder in Korea. Mittlerweile ist Deutschland das europäische Land mit den meisten Go-Spielern prozentual. Also auch in Deutschland gibt es ziemlich viele Go-Spieler, muss man aber trotzdem finden. Also es ist nicht, dass jeder zweite Go spielt. Genau, ihr habt auch schon gesehen, es gibt schwarze und weiße Steine auf einem Brett und auf einem Raster. Ich habe hier ein paar Go-Bretter dabei. Ich habe hier ein kleines Go-Brett. Ich habe hier ein mittelgroßes Go-Brett. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Go-Brett in der vollen Größe, auf der man normalerweise spielt. Das ist ein 19x19 Feld, was ziemlich groß ist und was ziemlich verwirrend sein kann am Anfang. So, jetzt wisst ihr aber eigentlich noch gar nicht, wie man Go spielt. Und deswegen zeige ich euch das einfach mal kurz. Da gehe ich mal hier drauf. So, alles wieder weg. Hier seht ihr ein virtuelles kleines Go-Brett. Und zwar, man spielt es abwechselnd und legt immer neue Steine aufs Spielbrett. Ein Spieler hat schwarz, ein Spieler hat weiß. Und man kann seinen Stein irgendwo hinlegen. Es gibt nicht, dass man den an die Steine ranlegen muss, die man schon liegen hat, sondern es kann irgendwo hin. Also schwarz legt zum Beispiel hier hin, weiß legt dahin. Dann legen beide Spieler ihre Steine irgendwo hin. Und am Ende könnte es zum Beispiel so aussehen. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, was wir da überhaupt machen und was das Ziel davon ist, dass wir die Steine da hinlegen, ist ja schön. Und zwar geht es darum, das größte Gebiet zu umzingeln auf dem Brett. Also kann man sagen, dass der Bereich hier oben dem schwarzen Spieler gehört und der Bereich hier unten dem weißen Spieler. Und was meint ihr, welches Gebiet größer ist? Meint ihr weiß? Okay, also die Spielerleute sagen hier weiß. Das ist vollkommen richtig. Also dieses Spiel würde weiß gewinnen. Und um das nochmal nachzuzählen, kann man die ganzen Kreuze einfach nachzählen, die frei sind in dem Bereich. Also hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 freie Kreuze. Und für weiß gibt es mehr freie Kreuze. Das Ganze ist jetzt noch nicht ganz so aufregend, wenn man das einfach nur so spielt. Und deswegen gibt es noch was anderes. Man kann den Gegner fangen, indem man den auch wieder umzingelt. Das habe ich mal hier aufgebaut. Und zwar dieser schwarze Stein hier, der ist fast schon umzingelt von dem weißen Spieler. Wenn der vom weißen Spieler komplett umzingelt wurde, dann, ich klicke einmal hier, dass der schwarze Stein gesetzt wird, jetzt kommt hier ein weißer Stein dazu, jetzt ist der umzingelt, jetzt kommt der schwarze Stein komplett weg. Und das Ganze war jetzt nur für einen Stein, aber man kann auch mehrere Steine umzingeln. Also diese beiden weißen Steine hier, die können auch umzingelt werden, wenn man einfach noch einen Stein hier hinsetzt. Das mache ich auch mal und setze hier einen schwarzen Stein hin. Dann kommen die auch komplett weg. Das Ganze kann man genauso auch machen. Ah, nee, ich erkläre das nochmal kurz anders.
Jeder Stein hat freie Kreuze daneben. Und zwar hat dieser weiße Stein nur ein freies Kreuz daneben. Wenn er kein freies Kreuz mehr daneben hat, dann kommt der komplett weg. Das heißt, das hier ist eine Freiheit. Und genauso ist dieses Kreuz hier das letzte freie Kreuz für die weiße Gruppe. Das heißt, Schwarz kann auch da drinnen spielen und alle Steine von innen heraus aufessen. Jetzt gibt es hier unten noch ein bisschen was Komplizierteres. Und zwar, Schwarz kann Weiß im nächsten Zug direkt aufessen, wenn Schwarz hier hinsetzt. Und Weiß kann die beiden schwarzen Steine aufessen, wenn Weiß hier hinsetzt. Das heißt, wenn Weiß als nächstes drankommt, kann Weiß die beiden schwarzen Steine hier aufessen. Und dadurch sind die Steine, die davor eigentlich fast tot waren, wieder lebendig, weil jetzt die beiden schwarzen Steine fehlen. Genau, das Spiel ist dann vorbei, wenn beide Spieler keine Lust mehr haben zu spielen. Beziehungsweise es gibt Positionen, an denen macht es einfach keinen Sinn mehr, weiterzuspielen. Und dann können die Spieler passen. Wenn beide Spieler nacheinander gepasst haben, ist das Spiel vorbei. Und man zählt die Punkte. Also der Stand, den ich hier gezeigt habe, da macht es für keinen der beiden Spieler mehr Sinn zu spielen. Das Spiel ist vorbei und man zählt einfach die Punkte. Da habe ich nochmal die Gebiete eingezeichnet. Genau, jetzt ist die große Frage, wie man künstliche Intelligenz beibringen kann, dass die versteht, wie man sowas spielt. Normalerweise bei allen möglichen Brettspielen, zum Beispiel bei Schach, konnte man einigermaßen gut einfach mal in die Zukunft vorausschauen und so einen Entscheidungsbaum aufbauen. Also wir versuchen erstmal den einen Zug, dann schauen wir in Zukunft und versuchen nochmal die beiden Züge und wir schauen in Zukunft, wir versuchen nochmal alle möglichen Züge herauszufinden und bauen einen riesengroßen Baum auf von allen Möglichkeiten, die es gibt und suchen uns dann die beste Möglichkeit raus. Das Problem ist, dass auf dem großen Brett fast 400 Möglichkeiten jeweils bestehen, wo man den Stein hinsetzen kann. Und wenn man so einen Baum aufbaut, dann gibt es im ersten Zeitschritt in der Zukunft 400 Möglichkeiten, im zweiten Zeitschritt gibt es 400 mal 400 Möglichkeiten, im dritten Zeitschritt gibt es 400 mal 400 mal 400 Möglichkeiten und das Ganze explodiert einfach von Möglichkeiten und deswegen war dieses Brettspiel für ganz lange Zeit für künstliche Intelligenz unmöglich zu lösen. Und seit kurzem, seit ein paar Jahren, gibt es aber Programme, die die Großmeister geschlagen haben. Und das ist von Google und das heißt AlphaGo, das Programm. Der Unterschied zu Programmen davor ist, dass dieses Programm nicht nur einfach versucht, in die Zukunft zu rechnen, sondern versucht, schlau in die Zukunft zu rechnen. Man muss ja nicht jeden einzelnen Punkt auf dem Brett nachprüfen, sondern man kann erstmal eine Intuition dafür bekommen, welche Gebiete überhaupt interessant sein könnten. Und da ist es bei dem großen Brett so, dass vor allem die Ecken erstmal interessant sind, danach sind die Ränder einigermaßen interessant und die Mitte ist weniger interessant. Das kommt einfach aus dem Spiel heraus, wenn man das spielt, dann merkt man das. Aber so eine künstliche Intelligenz weiß das normalerweise nicht. Und was die gemacht haben, ist, dass sie ein neuronales Netz trainiert haben, was ein Gefühl dafür bekommt, welche Gebiete interessant sind und welche Gebiete nicht so interessant sind. Also man sieht schon, hier am Rand gibt es einen blauen Rand, das heißt, auf die erste Linie zu legen, ist anscheinend sehr uninteressant. Und der Bereich, der ein bisschen weiter außen am Rand ist, ist super interessant. Und dieses Wissen wird jetzt verwendet, um einen Baum aufzubauen, der also so aussieht, wir legen hier hin, dann legen wir im nächsten Zeitschritt hier hin, im nächsten Zeitschritt hier hin. Und jedes Mal, wenn so ein Schritt ausgesucht wird, dann wird diese Karte von wo ist es überhaupt interessant, dazu verwendet, um diesen Zug herauszufinden, wo man im Baum weiter vorangehen soll. Vielleicht sage ich das einfach kurz nochmal. Also bei der Auswahl vom nächsten Zug in diesem Baum, der aufgebaut wird,
wird die Vorhersage, wo es interessant sein könnte, schon mal verwendet. Das heißt, der Baum ist schon mal viel interessanter von vorhinein. Und man kann natürlich nicht diesen Baum bis ganz zum Ende rechnen, weil es so viele Züge sind, sondern am Ende von diesem Baum, bei den Blättern vom Baum, gibt es nochmal einfach eine künstliche Intelligenz, die vorhersagt, welcher Spieler gewinnen wird. Dann kann man diesen Baum erst aufbauen und dann wieder zurückrollen und von den Blättern wieder nach oben rechnen. Und dann weiß man, welcher Zug interessant sein könnte. Und dann sieht es im Programm so aus, dass also die künstliche Intelligenz sagt, hier gibt es, nachdem ich diesen langen Baum entlang gerannt bin und wieder zurück, eine 52-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne. Hier gibt es nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also wird wahrscheinlich der hier ausgewählt. Genau. Und wenn ihr das Spiel mal selber ausprobieren wollt, dann kann man das online machen. Es gibt eine Website, auf der ich selber auch spiele, online-go.com. Da findet man Gegner, die in der gleichen Stärke sind. Das ist auch wichtig, dass man nicht komplett zerstört wird am Anfang, sondern dass man einfach mal gegen jemanden spielen kann, der auch gerade anfängt. Das macht am meisten Spaß. Das kann man auf der Website machen. Ihr könnt es aber auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Jetzt gleich. Ich habe ein paar Bretter dabei und ein paar Steine. Wer will, kann das mal gegen irgendjemand anderen ausprobieren, ein paar Steinchen legen und mal rausfinden, wie das ungefähr so funktioniert. Genau, damit danke ich euch eigentlich schon. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen. Genau. Danke euch.